Und jetzt gibt es den etwas anderen Socken. Viel Spaß! Zwischendurch werden auch Socken gehäkelt, und zwar in Hexagonform. Eine Hexagonsocke. Für meine Freundin. So. Jetzt müssen wir erstmal Luftmaschen. Ich frage mich gerade, wie viel. Ich mache mal erst so 5 Luftmaschen. Oder mache ich doch nur 3? Wartet mal. So. 3 Luftmaschen. Ich muss aber diesen hier wieder lösen. Eine zu wenig. So, jetzt geht es hier mit einer Kettmasche rein. Wir machen dann 1, 2, 3. In den Ring hier rein. 3 feste, Quatsch, 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen. Das ist jetzt die erste Ecke. Dann wieder 3 Stäbchen. 1, 2, 3, 1, 2, zweite Lücke fürs Hexagon, dann wieder 3 Stäbchen, 1, 2, 3, das ist übrigens die Wolle, die ich geschenkt bekommen habe, 1, 2, dann muss ich mal eben schauen, wie viel haben wir jetzt hier? 1, 2, 3. Gut, 3 brauchen wir noch. 1, 2, 3. So. 2 Luftmaschen, Nummer 4. 1. 2, 3 Stäbchen, Nummer 5, hoppla, jetzt habe ich aber den Faden hier nicht richtig mitbekommen, so, und jetzt die letzten 3 Stäbchen, alles in diese eine Lücke hier rein, 1, 2, 3. Und nochmal, damit es auch die 6. Ecke geben kann. Und dann aber hier in das dritte, in die dritte Luftmasche von unten gezählt einstechen. Und da dann die Kettmasche arbeiten. Jetzt haben wir 6 Ecken. 1, 2, 3, 4, 5 und hier ist die 6. Jetzt geht es genau, also wir häkeln jetzt in Spiralrunden, gar nicht wahr, sind ja keine Spiralrunden, aber in Runden halt weiter und schließen dann jede Runde mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche von unten gezählt. So, jetzt nehmen wir erstmal hier jedes Stäbchen mit. Und in jede Lücke kommen 2 Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Und nochmal in die gleiche Lücke 2 Stäbchen.
Dann geht es hier weiter. Kann man natürlich jetzt schlecht sehen, weil schwarze Wolle mit Maschenköpfen. Auf jeden Maschenkopf kommt ein neues Stäbchen. Nächste Ecke. Zwei Stäbchen in die Ecke, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen in die gleiche Lücke. Und dann geht es mit Maschenköpfen wieder weiter. Und wieder. Eins, zwei Stäbchen in die Lücke, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen in die gleiche Lücke. Nächste Lücke, eins, zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen in die gleiche Lücke rein. So, nochmal. Zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Jetzt müssen wir selber gucken, was ich hier gemacht habe. Zwei Luftmaschen. Und fast geschafft. Diese Runde ist beendet gleich. Yay! So. Jetzt hier auch nochmal, dürfen wir nicht vergessen. Zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Und dann schließen wir das Ganze hier in die dritte Luftmasche von unten gezählt mit einer Kettmasche. Es wälzt sich, das muss es, sonst wird es kein Sechseck. Und das macht ihr jetzt fröhlich so weiter, bis ihr das um euren Fuß herum kriegt. Dann habt ihr die richtige Weite, den richtigen Umfang. Ich häkel das hier, wie gesagt, für meine Freundin. Und ja, es ist nachher so, wird nachher so gefaltet. Ob ich das jetzt hinkriege, weiß ich nicht. Moment. So muss es rum. Genau. Minisocke. So muss es aussehen. Oh, eine Socke für einen Erstling, würde ich sagen, der gerade eben geboren wurde. Ja, okay. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Socke, die Socke erstellen. Jo, bis gleich, wenn wir das hier, wenn wir den Umfang, ich häkel hier für Größe 42. Für was ihr häkelt, weiß ich ja nicht. Das müsst ihr dann bitte an euren Fuß oder an den Fuß, wo es dran soll, ja, anbringen, testen, ob es schon vom Umfang her genug ist. Bis gleich!
Wenn das jetzt bei euch auch solche Wellen schlägt, die man jetzt nicht genau erkennen kann, weil es schwarze Wolle ist, dann ist es vollkommen richtig. Und jetzt schließen wir die Naht. Dazu klappt ihr euch jetzt die Ecken zusammen, damit daraus auch jetzt ein Hexagon werden kann. So, das ist jetzt Größe 42. Wahrscheinlich hier oben dann fehlt so, ja egal, wo das nun dran kommt, dass das Bündchen und die Fußspitze. Es wird ganz einfach zu groß sein. So, dann machen wir mal eine Luftmasche. Schneiden das hier ab. Und vernähen das sofort. Das können wir auch einfach gleich mit auf die Kante legen. Das ist nicht weiter schlimm. Hauptsache, wir haben jetzt die Form vom Hexagon. Das legt sich nachher von ganz alleine so hin, wie es muss. So, und diese Kanten hier, diese zwei Kanten, die müssen wir jetzt schließen. Am besten mit Kettmaschen. Hier reinstechen, dort reinstechen. Ja gut, der muss noch mit eingehäkelt werden, dann machen wir eine feste Masche draus. So lange, bis der eingehäkelt ist, mit verhäkelt ist. Und dann Kettmaschen weiter. Und wenn ihr dann hier unten angekommen seid, dann macht ihr das ganz einfach so, dass ihr schaut, dass ihr hier diese Rundung behaltet. Das ist ja die Sohle letztendlich. Ja, vielleicht hier mittig mit zwei Kettmaschen rein. Ne? Und dann ganz normal mit Kettmaschen weiter. Gut. Die Fliegen nerven. Bis gleich. Ich habe mir jetzt hier hinten ein bisschen was offen gelassen, damit ich einfach mal besser in den Socken reinkomme. So, ich mache jetzt hier meine Luftmasche, schneide mir den Faden ab. Und nehme mir gleich ein neues Garn. Denn mit diesem Garn kann ich nicht weitermachen. Ich habe ja noch viele geschenkte, spendierte, andere Knäule. So, jetzt muss ich das erstmal hier schnell das hier rausnehmen und das Ding dann hier schon mal vernähen. So, jetzt kommt hier erstmal die Spitze dran.
da brauche ich nicht mehr allzu viel, ja, dran basteln, denn das Stück hier, quasi, ne, das fällt ja dann so hin, quasi von hier bis hier, ist der Fuß, ist die Fußlänge, ja, und da ist schon ein gutes Stück Spitze mit dran und deswegen mache ich da jetzt nur noch Abnahmerunden. Moment, ich steche jetzt hier in, ja, in die Masche ein. Das kommt da jetzt dran. Das ist ungefähr die gleiche Stärke. Nicht ganz, aber ungefähr. Mir macht das ja nichts. Meine Freundin kann ihn nicht tragen. Die Naht unter den Füßen ist nichts für sie. So, eine Luftmasche. Jetzt muss ich überlegen. Ich mache jetzt sofort die Abnahmen. Durch alle drei durch. Eins. 2, 3 und es kommt wieder eine Abnahme. Und alle drei zusammen. 1, 2, 3 1, 2, 3 und jetzt holen wir uns wieder aus den nächsten beiden je eine Schlaufe raus. Daneben eingestochen und alle drei abhäkeln. 1, 2, 3 und wieder eine Abnahme häkeln. Eins, zwei, drei. Zwei, drei, alle drei zusammen. Ihr könnt auch jede vierte, also vier feste Maschen häkeln und dann erst eine Abnahme machen, ne? Also das bleibt euch überlassen. So, fast am Ende. Und hier gehe ich jetzt komplett rüber und nehme mir hier meine erste feste Masche, meine erste Luftmasche und mache da einfach mal jetzt. Na, sieht natürlich sehr, sehr doof aus. Ich dachte, es klappt. Es klappt nicht. Gut, dann müssen wir jetzt hier einmal tiefer stechen, um das Loch wegzubekommen. Aber jetzt müsste es gleich klappen. Was ist das hier? Das ist keine Masche. Da ist die Masche, die ich brauche. So, Kettmasche fertig. Ja. So, und jetzt geht es mit Abnahmen weiter. In jeder Runde wird jetzt abgenommen.
Und das fangen wir jetzt sofort hier am Anfang an. Zack. Und wieder. Eins. Zwei. Drei. Und die nächste Abnahme. Zwei. Drei. Zusammen. Ja. Und das macht ihr jetzt Runde für Runde so lange. Immer mal wieder anprobieren, bitte. Bis das hier oben nicht mehr funktioniert. Bis es so eng ist, dass ihr fast nichts mehr machen könnt. Und da sehen wir uns dann wieder. Ich habe jetzt die Spitze, ihr seht es, so ausgearbeitet, dass ich jetzt nur noch gleich auf links drehen muss, nachdem ich den Faden abgeschnitten habe. Also mache ich jetzt hier, nee, ich mache jetzt hier gar nichts. Ich schneide mir einfach einen Faden ab. Das muss, wird reichen. So, ja, einmal durchziehen hier, auf links ziehen. Und dann versuchen, den Faden, ich mache mal ein bisschen weiter zurück, den Faden auch durchzubekommen. Noch mal fühlen, wo ist er? Irgendwo da. Ne. Ne. Nee, das war er nicht. Ja Mensch, wo ist er denn nun? Es ist ja schön, ne? Wenn man das so gearbeitet hat, dass alles passt. So, jetzt habe ich ihn. Plus Luftmasche, genau. Die wollte ich nämlich auch haben. So, und jetzt kann ich anfangen, eine Luftmasche machen. Das mal einmal hier so ein bisschen drehen. Und dann so, und dann auch sofort vernähen. Dann ist der nicht mehr irgendwo im Nirgendwo. Dann ist er weg. Den würde ich jetzt allerdings als Hausschuh-Boot anziehen, weil er einfach zu dick für einen Schuh ist. Jetzt geht es aber noch hier oben weiter. Wir sind noch nicht fertig. Jetzt werde ich das so häkeln, dass ich hier unten anfange, den gleichen Faden mir nehme. Und dann einfach, es ist also wirklich nicht viel, was ich da jetzt dran rumwerkle. Einfach hier meine drei Luftmaschen mache. Dann mich hier hoch häkle mit Stäbchen. Und dann gibt es auch schon eine Runde mit einem Reliefstäbchen von vorne und einem Reliefstäbchen von hinten. Und dann war es das mit der Socke. Dann haben wir sie nämlich schon fertig. Yay! Ein sehr schnelles Projekt. Ein Abend vom Fernsehen Krimishow Projekt. So. Hier würde ich jetzt in die Luftmaschen einstechen, weil da haben wir jetzt unsere Ecke erwischt. So. Dann würde ich sagen, bis gleich, wenn wir hier an der anderen Ecke wieder auftauchen. Da bin ich wieder. Ecke. Zwei Luftmaschen
in die Luftmaschen einstechen, runter häkeln bis zum Schluss nach unten, da wo wir eben auch angefangen hatten. So, und da gehen wir jetzt einfach hier rein, machen unsere Kettmasche. Fertig ist die Geschichte. Jetzt gibt es eine Reihe nur noch mit vorderen und hinteren Reliefstäbchen. Wenn ihr jetzt Abnahmen noch vornehmen müsst, weil euch das hier am Bein zu schlabberig ist, zu viel Luft, zu locker ist. Ich zeige es euch. 1, 2, 3 Luftmaschen und dann nehmt ihr jetzt erstmal eine Runde ab. Nur, was wir eben unten gemacht haben, mit festen Maschen, machen wir jetzt mit Stäbchen. Wir stechen hier einen Maschenkopf ein. Einmal zwei. Abhäkeln und direkt in den nächsten Maschenkopf auch nur zur Hälfte abhäkeln und dann alle drei, dann macht ihr alle drei gleichzeitig und dann macht ihr in dem gleichen Rhythmus die Stäbchen, wie ihr die festen Maschen gemacht habt, meinetwegen drei Stäbchen und dann macht er wieder eine Abnahme, ne? Aber nehmt dann bitte nicht zu viel ab, eine Runde reicht meistens schon. Für mich, ich möchte es ganz gerne so behalten, wie es jetzt ist. Ich mache jetzt meine vorderen und hinteren Reliefstäbchen und das müsst ihr dann auch machen, wenn ihr mit der Abnahmerunde, Rundenrunde fertig seid. So, und das dann wieder bis hier runter und da müsst ihr nur noch hier hinterher 1, 2, 3 da zur Kettmasche schließen, eine extra Luftmasche machen, den Faden durch die Luftmasche, durch die extra Luftmasche ziehen, festziehen und den Faden vernähen und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn ich den Socken anhabe, das Tragevideo dann. Bis gleich. Bitte sehr. Natürlich jetzt bei 36 Grad draußen gar nicht so angenehm zu tragen, aber da ist er. Das hier unten an, wo die Kante ist, ne, am Fuß, das merke ich nicht. Super weich. Und zur Wolle muss ich jetzt noch etwas sagen. Erstens, man hat in diesem Boot, in diesem Hausschuh, den man auch als Socken tragen kann natürlich, hat man natürlich Socken. Also ich werde das hier im Winter natürlich nur tragen, weil es ist eine dicke Wolle, ne? Und das, was ich jetzt hier gemacht habe, es ist von Wolle zu Wolle verschieden. Nagelt mich da jetzt nicht drauf fest. Warum sieht das bei dir so aus und bei mir anders? Ganz einfach, wenn ihr andere Wolle habt, andere Wolle nehmt, natürlich sieht es dann auch anders aus. Das ist ganz klar. Bei dünnerer Wolle, bei meinetwegen vierfältiger, getwisteter Sockenwolle, sieht das so aus, dass ihr garantiert mehr Runden machen müsst. Ich habe jetzt hier 10 Runden gehäkelt, bevor ich das zum die Naht geschlossen hatte, habe. Ja. Da müsst ihr, das ist von Wolle zu Wolle unterschiedlich, wie viele Runden ihr da braucht. Bis das euch passt hier, ne? Das ist hier eine sehr dicke Wolle und
Das kann man jetzt nicht pauschal sagen. Das kommt darauf an, wie häkelt ihr? Häkelt ihr sehr fest, häkelt ihr locker? Das spielt ja alles mit rein, ne? Also ja, nicht wütend werden, wenn ihr merkt, Mist, mein Hexagonsocke sieht nicht so aus wie der von Melanie. Ist dann der Wolle geschuldet oder ob ihr locker oder fest häkelt. Das, was jetzt hier so ein bisschen schlabberig rüberkommt, ich hätte noch eine Runde dran häkeln können, wollte ich jetzt aber nicht. Ich mag das am Bein sowieso nicht so feste hier. Und im Winter hat man eh mehr Klamotten an. Das, wie gesagt, wir haben es jetzt 36 Grad Außentemperatur, ja. So. Wenn ich jetzt nicht aus der Sockenschale rauskomme. Also sie wärmt schon mal extremst gut. Das steht fest. Ich lege sie euch gleich nochmal dahin, dass ihr nochmal im ausgezogenen Zustand seht. Ich finde sie mega nice. So, wackel, wackel hin und her hier. Meine Güte. Ich bedanke mich in erster Linie dafür, dass ihr mir hier so die Treue haltet. Vielen, vielen Dank. Auch für alle, die neu dazugekommen sind. Herzlich willkommen hier, fühlt euch hier wohl und ich hoffe, es macht euch Spaß, mit mir zu häkeln und zu stricken. Danke für die vielen Daumen nach oben und Kommentare. Ich habe jetzt für diesen Hausschuh habe ich jetzt ja, ein schwarzes kleines, nee, klein war es auch nicht. Es war schon ein größeres Wollknäuel, aber es war kein komplettes Wollknäuel mehr. Da war also schon irgendwie was von runtergenommen worden. Ist nicht schlimm. Überhaupt kein Thema. Nur, dass ihr ungefähr mal wisst, was ich jetzt da verbraucht habe. Und von der Spitze, Fußspitze und oben am Bündchen. Ja, wie viel habe ich da jetzt ungefähr? Puh, kann ich schlecht einschätzen. 10 Gramm? Vielleicht 20. Aber das war es dann auch. Also ich glaube nicht, dass es 20 Gramm waren. Ich glaube eher, es sind 10 Gramm gewesen oder so. Also sehr wenig. So. Wie gesagt, ich werde mir auch noch mit dünnerer Wolle, sondern Hexagon, Socken, dann tatsächlich Socken, häkeln. Weil das ist der erste Socken, der tatsächlich hingehauen hat. Es mag an der Wolle gelegen haben, also gehäkelt jetzt, ne? Ich stricke ja sonst immer nur Socken. Aber das ließ mir keine Ruhe. Ich wollte das Ding einfach ausprobieren. Hexagon ist eh leicht und von daher habe ich gedacht, okay, wenn das so ist, ne, let's go. Und es hat funktioniert, es hat geklappt, wunderbar. Und ja, was muss ich jetzt noch von mir geben? Ich weiß es gerade gar nicht. Außer vielleicht freut euch, wenn ihr benachrichtigt werdet, dass wenn ich ein neues Video hochlade, dazu müsst ihr vorher den Abo-Knopf drücken, dann das Glöckchen aktivieren und dann könnt ihr euch freuen, wenn ich meine Videos hier so hochlade für euch. Ja, freut euch drauf und ansonsten weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich sagen soll. Außer bis zum nächsten Mal. Ich Idiot hab euch vergessen zu zeigen, wie das Ding ausgezogen aussieht. Das war's, was ich noch machen wollte. Eine Seite, zweite Seite. Man kann natürlich auch noch umkrempeln, ne? Das geht also alles. Ja, mit einer Hand ist ein bisschen schwierig. Aber ihr wisst ja, was ich meine, ne? So, jetzt habt ihr das Ding ja auch mal im ausgezogenen Zustand gesehen. So, aber jetzt, tschüss.